Hallo Leute, mein Name ist Dada Morina und wir machen heute ein kleines Muay Thai Workout mit sämtlichen Basics und einigen anderen Übungen für den Körper. Ja, ich will einfach, dass ihr fit durch die ganze Krise kommt und das schaffen wir gemeinsam. Ich schlage vor, wir starten einfach mal wieder mit einem kleinen Warm-up, ja, ein kleines Programm zum Warmmachen, dass die Muskeln locker sind. Versucht euch einfach ein bisschen zu bewegen. Ja, ihr braucht ganz wenig Platz daheim, ja, aber das kriegen wir hin, okay? Locker, erstmal kleines Skipping, ja, schön springen, ganz easy. Nutzt die Zeit zu Hause, die ihr habt, um fit zu werden. Wir werden heute natürlich auch ein bisschen beim Warm-up auf unsere Faszien eingehen, ja. Das ist das ganze Bindegewebe, das die Muskeln, Knochen und alles umhüllt, ja. Man hat herausgefunden, dass es natürlich ganz viel dazu beiträgt, wie man sich hier überhaupt mit der Dehnung, dazu trägt es viel bei, ja, dass wir da ein bisschen elastischer werden. Und auch natürlich versuchen wir jetzt alles warm zu machen, ja, von Anfang an. Erstmal hier schön die Hüfte und Hampelmann. Heute werden wir versuchen, mehr dynamische Dehnungsübungen zu machen. Ja? Lockern wieder und nach oben, einmal links, einmal rechte Hand und ohne Pause. Hampelmann wieder. Nehmt euch die Zeit für das Aufwärmen, das ist ganz wichtig. Trägt dazu bei, dass ihr keine Verletzungen bekommt und natürlich auch eine gewisse Betriebstemperatur kommt. Und schön die Knie hoch, ganz locker, noch locker, noch ist eure Betriebstemperatur noch nicht so weit, dass ihr Vollgas geben könnt. Easy, einatmen, ausatmen und locker wieder bewegen. Und linkes Knie hoch, nur links, hoch, hoch. Nehmen wir schon mal die Arme ein bisschen mit dazu, ihr macht einfach weiter, ja. Linkes Knie hoch, ja, Arme schön bei der Deckung. Ganz wichtig und versucht, das hintere Bein, Ferse weg vom Boden. Damit seid ihr automatisch beweglicher. Und hoch, hoch, frontal, frontal, frontal. Und jetzt ziehen wir natürlich auch hier Fuß nicht nach unten, ja, sondern schön anziehen, ja. Locker. Das ist schon eine Vorübung, ja, für den Block. Damit spannen wir den Schienbeinmuskel an. Und wechsel. Rechts. Rechts. Ganz wichtig. Einfach weitermachen. Hier Fuß nicht nach unten, sondern anwinkeln, nach oben. Und Schienbeinmuskel hier vorne anspannen, ja, damit, falls ein Kick kommt, nicht voll auf den Knochen geht. Hoch, hoch und wechsel. Seitlich ist das Ganze zur Schulter. Nimmer, aber wir schauen trotzdem, die Arme bleiben oben. Trainiert gleichzeitig unsere Schulter. Und wechsel. Ausatmen, nach vorne schauen, konzentrieren. Und locker Hüfte. Und die Handflächen nach oben offen und schön dynamisch, locker, zack, zack, zack und nach hinten, Handflächen offen, umdrehen und schön nach hinten. Ihr dehnt jetzt so mit Brust und Schultermuskulatur und nach oben, hinter, unten, oben, unten, oben, unten, zack. Das heißt, schön Handflächen nach hinten. Und wir drehen sie, zack, nach oben, ja. Handflächen schauen, nach oben, zack. Und lockern, locker. Und wir bewegen uns vor und zurück, vor, zurück. Da das natürlich auch ein kleines Workout ist mit Basic-Übungen, ja, machen wir das Ganze ein wenig dynamischer, ja. Vor, vor, vor und auf hopp wechseln wir die Auslage, ja. Lassen aber trotzdem noch
unsere Arme oben. Hopp. Und wieder bewegen, komm. Hopp, hopp, schön Auslage weg. Hopp, zack. Wieder wechseln. Die hintere Hand ist immer am Kinn. Ganz wichtig. Hopp, zack. Und weiter bewegen. Weiter bewegen. Komm, noch 10 Sekunden. Bewegen. Schön bewegen. Hopp. Sehr gut, weitermachen. Hopp. Noch einmal. Hopp, zack. Und wieder locker. Und runter gehen und hoch springen. Ganz lang machen. Hier runter, zack. Das ist das dynamische Dehnen. Ja, damit dehnen wir und die ganzen Faszien. Und zack. Und zack. Und jetzt, wenn wir hochgehen, strecken wir uns richtig lang. Ja? Das heißt, wir gehen auf die Zehenballen. Ja? Zehenspitzen. Runter und zack, hochspringen. Zack. Zack. Und wir locker bewegen. Die Arme nach vorne. Und zurück. Gestreckt nach vorne. Und zurück. Und wieder locker vor, zurück bewegen. Vor und zurück. Nehmen wir die Arme hoch. Fokus liegt nach vorne. Ganz wichtig. Hände zusammen. Und auch da. Locker bewegen. Bewegen. Hopp, hopp, wieder wechsel. Hopp. Zack. Hopp. Und locker. Und wir machen jetzt die Beine ein bisschen warm, ja. Low Kicks. Hier im unteren Bereich. Links und wechsel. Stehen. Rechts vorne und rechts. Wechsel. Und Mitte. Mittelkicks. Wechsel. Wechsel, noch einmal, jetzt wieder links. Ba, 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 ba. Auf geht's, komm. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und locker. Und andere Seite, wir sind noch im Warm-up. Rechts. Und 10 Sekunden noch, komm. Schön rechts locker dabei. Ferse weg vom Boden, vom Standbein. Und immer locker bewegen. Noch 3, 2, 1 und jetzt das linke Knie. Hier, Gegenzugbewegung. Bam, bam. Und Wechsel. Rechts. Gegenzugbewegung. Stellt euch vor, ihr habt den Kopf des Gegners und ziehen, ziehen, ziehen. Knie, Knie. Komm, noch 5, 4, 3, 2, 1. Sehr gut. Und Frontkicks. Jetzt runter kommen, ja, ganz easy. Nur Knie hoch und Kick. Stoßen, stoßen. Bam. Und stoßen und ausatmen. Noch nicht zu hoch. Wir bleiben mittlere Ebene. Ab die Hüfte rein. Hüfte reindrücken. Knie anziehen und Hüfte reindrücken. Ja, sehr gut. Noch 10 Sekunden. Weiter. Bravo, sehr gut. Ausatmen. Noch einmal. Wir gehen in die Boxposition. Ja. Hände hoch. Wir starten jetzt immer mit der linken Führhand, ja. Wenn natürlich eure Führhand rechts vorne steht, dann macht es rechts, ja. Ich stehe in der Normalauslage, wie die meisten von euch, deswegen Führhand. Wir versuchen jetzt immer, einen Step nach vorne zu machen, ja. Wir sind außerhalb der Boxdistanz und wir gehen rein. Boom, boom. Ziel ist es einfach nur, das Ganze als Workout zu machen, ja. Das hintere Bein drückt mich nach vorne. Zack, das vordere wieder zurück, okay. So wie zur Erklärung, wir machen das Ganze eine Minute lang. Bah. Und ganz wichtig, maximale Länge ausnutzen, ja, strecken. Wenn wir in der maximalen Länge sind, ja, dann ist die Schulter oben, ja, und die schützt unser Kinn.
Okay? Eine Minute. Wir fangen an in 5, 4, 3, 2, 1 und Jab. Puh, puh, puh. Drück nach vorne. Zack, zack, zack. Komm, Jab, Jab. Hinteres Bein drückt vor, das vordere zurück. Bam. Und die andere Hand bleibt oben. Bam, bam, stoßen, stoßen. Sehr gut. Und dabei immer ganz wichtig, atmen, atmen. Puh, 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 puh. Atmen. Puh, sehr gut. Und stoße. Jetzt versuchen wir noch ein bisschen Härte mit reinzukriegen. Ihr macht weiter. Bam. Bam. Komm. Stoßen und das vordere Bein drückt euch wieder zurück. Sehr gut. Hier. Nochmal von der Seite. Eins. Bup, 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 bup. Rein, raus. Rein, raus. Rein, raus. Weiter. Sehr gut. Gleich haben wir es geschafft. Komm. Und bam. 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 Und noch 10. 10 Sekunden noch. Sehr gut. Weiter. Weiter. Komm. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und locker. Achtung, wir bleiben in Bewegung. Ja? Rechte Hand. Rechts, ja? Vor, zurück. Vor, zurück. Okay? In 5, 4, 3, 2, 1 und da. Das hintere Bein drückt mich nach vorne. Und die Führhand ist schön bei der Deckung. Körperrotation. Ja, Schulter. Buh, buh. Nur nicht reinfallen, ja? Nicht nach vorne reinfallen, sondern das vordere Bein fängt mich auf und drückt mich wieder zurück. Bap. Bap. Buh. Buh. Ihr könnt die Explosivität steuern, ja? Ihr macht euer eigenes Tempo. Buh. 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 Ja? Und drücken, 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 sehr gut. Drücken, wir bauen noch sehr viele Elemente mit ein. Also, versucht einfach, das kontinuierlich zu machen. Je intensiver ihr natürlich Gas gibt, ja, umso härter ist das Ganze. Bam! Komm, wenn ihr das dynamischer macht. Ansonsten lockeres Tempo. Aber reindrehen. Deckung. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Sehr gut. Locker wieder. Locker wieder. Und aufwärts. Komm. Aufwärts haken. In 5, 4, 3. 2, 1 in Bewegung. Bam, das vordere, links. Bah, 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 stoßen, ja? Puh, puh, immer Step. 1, zurück. 1, zurück. 1, zurück. Fallen lassen, hoch. Fallen lassen, hoch. Ganz wichtig, nicht die eigene Nase, ja? Nicht hier. Nach vorne muss ich. Vorne, ja? Bah, bah, bah. Nicht die eigene Nase. Ist bestimmt schon öfters vorgekommen, dass man oder sich auf die Schläfe oder auf den Kopf haut, ja? Bam. Bam, bam, bam. Nach vorne, komm. Noch 25 Sekunden. Weiter, versuch das Tempo zu halten. Buh, buh. Lass Arm locker. Buh. Und wenn wir hochgehen, schleudert hier. Buh, buh. Ja? Erst wenn wir hochgehen, machen wir das dynamisch. Runterfallen lassen, zack, hoch. Noch 10. Sehr gut, schön weiter. Buh, buh. 5, 4, komm noch. 3 dynamische. Bam. Ja, sehr gut. Und rechts. Aber wir bleiben in unserer Auslage, ja. Schön, jetzt wieder hier. Puh, puh, okay? Wir fangen gleich an. Ausatmen. Positionierung. In 5, 4, 3, 2, 1. Und puh, puh. Schön von hinten, ja, fallen lassen. Und das hintere Bein drückt mich nach vorne. Körper, eine kleine Rotation. Puh, ganz wichtig, nicht zu weit wegdrehen. Ich sehe noch meine Hand, ja? Puh, puh, puh. Und das vordere Bein drückt mich wieder zurück. Bah, bah. Dynamisch. Bah, bah. Und dann könnt ihr wieder runterfahren, ja? Und bah, 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 bah. Geht immer wieder zurück in eure Position. Nicht, dass ihr irgendwann vom Bildschirm landet, ja? Und bah, bah, bah. Komm. Gleich geschafft. Komm. Auf geht's, ausatmen und bewegen. Bewegen weiter. Andere Hand ist oben bei der Deckung und schön drehen. Noch 15 Sekunden. Gleich geschafft. Super. Und jetzt wieder 5 dynamische. 5, 4, 3, 2, 1. Und super. Sehr gut. Und Kopf. Kopfhaken. Das sind Basics, ja. Aber es ist wirklich sehr, sehr wichtig. Hoch bewegen und immer hier kurz leicht reindrehen. Und 3,
2, 1 und Führhand. Pup, 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 reinfallen. Ja, hier. Puh, kippen. Puh, Körper drehen. Bisschen Rotation. Puh, 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 puh. Eine Minute ist machbar. Ihr gebt euer Tempo, ihr schaut selber auf euch. Wichtig ist die Atmung. Ja, ich muss immer kontinuierlich atmen. Je dynamischer ihr das macht, umso anstrengender ist das Ganze. Das heißt, ihr bringt die Dynamik rein. Bam, 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 bam. Sehr gut. Weiter, weiter, weiter arbeiten. Puh, 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 puh. Komm, noch 15 Sekunden. Jetzt, bam, hier, zack, kippen, kippen, kippen. Ellbogen geht hoch, Faust kippt, bam, rein, bam. Gleich geschafft, noch 5, 4, 3, 2, 1 und rechts atmen. Nutzt die Pause, lasst eure Arme kurz lockern. Ja, 10 Sekunden geht es weiter mit rechts wieder. Puh, puh, jetzt Schulter schön reindrehen. Ja. 5, 4, 3, 2, wieder bewegen und tup, tup, hier kippen, kippen, kippen. Beine, hinter das Bein drückt mich nach vorne, vordere wieder zurück. Tup, 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 hier Schulter, zack, zack, ja. Und rechts, auf geht's. Ellbogen hoch und nach vorne, nicht wieder zur eigenen Nase. Nach vorne, bam, bam, sehr gut. Weiter in Bewegung bleiben, locker, ausatmen. Bam, 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 bam. Ganz wichtig, wenn ich nach vorne gehe, ja, oder stoße, dann atme ich aus. Deswegen, jeder macht verschiedene Geräusche, ja. Manche machen bam, bam. Oder andere nur. Das könnt ihr selber bestimmen, ja? Wenn ihr schreien wollt, könnt ihr auch schreien. Bah, bah. Hauptsache, die Luft ist raus. Das ist ganz wichtig. Noch 5, 4, komm dynamisch. 3, 2, 1 und locker. Locker, okay. Und Ellbogen hier. Puh, puh. Ellbogen, zack, zack, ja? So fangen wir an. Links, ja? Waagrecht hoch. Zack, wie ein Kopfhaken. Und puh, bam, bam, bam. Im Muay Thai ist der Ellbogen eines der stärksten Waffen. Es ist ein blanker Knochen. Und wenn der irgendwo auftritt, dann entstehen gleich Platzwunden. Deswegen eine sehr gefährliche Waffe im Muay Thai. Puh. Aber natürlich auch bietet es auch für den Gegner natürlich eine Angriffsfläche gegen uns. Ja? Und bewegen. Und rein, sehr gut. Arbeit, locker, locker. Bam, 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 bam. Gleich geschafft. 10 Sekunden. Bam, 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 bam. 5, 4, hier, 3, 2, 1, wechsel. Rechts. Rechts kommt von hinten, ja, der hat noch mehr Power, weil ich stoße mich schön ab, ja. Bewegt euch wieder, 5 Sekunden geht's los, ja, hier, bam, 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 ja. 2, 1 und bam, bam. Locker einfach kippen und fallen, Faller, zack, 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 zack. Lasst die Handflächen offen, bam, 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 bam. Sehr gut. Weitermachen. Komm. Bewegen. Vor, zurück. Vor, zurück. Und bam. 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 Puh. Arbeiten. Zack. Zack. Hier. Hintere Beine drückt mich vor. Bam. Bam. Ihr könnt es mal zum Probieren einfach hier die Hand offen lassen und schön auf eure Hand. Bam. 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 Dann habt ihr einen kleinen Widerstand und ihr wisst, was ich meine. Wenn ich sage, Ellbogen ist gefährlich. Noch 10 Sekunden. Bam, komm nochmal. Ja, bewegen. Und nochmal dynamisch. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und locker. Super, sehr gut. Locker bewegen. Tief Luft. Sehr gut. Damit gehen wir natürlich die ganzen Sachen einfach mal durch, dass ihr nochmal
ganzen Basics durchgeht und durchmacht und immer wiederholt. Ganz wichtig, Wiederholung, Wiederholung. Auch ein Profi wiederholt es heute noch stundenlang vor dem Spiegel. So, bewegen, Workout, jetzt machen wir wieder vor und zurück. Jetzt pass auf, wir gehen vor. Eins, ja, Führhand gerade, ja. Eins, Schlaghand zurück, Führhand nach vorne, Schlaghand zurück, Führhand, Schlaghand zurück, okay? Nur zwischendrin mal zum Runterkommen. Nur noch eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Achtung, das Ganze machen wir jetzt mit den Ellbogen hier. Vor, zurück, vor, zurück, vor, zurück, vor, zurück, vor, zurück, ja? Puff. Puff, eine Minute lang, okay? Pam, pam, Ellbogen, 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 Ellbogen. Rein, rein, rein. Sehr gut. Pa, pa, ja. Vor, zurück. Vor links, zurück rechts. Pam, pam. Führhand, Schlaghand, ja? Zack, zack. Aber Ellbogen rein. Und immer schön Körper, Körper. Rotation, boom, boom. Die andere Hand. Bleibt bei der Deckung 10 Sekunden. Puff, 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 puff. 5, 4, 3, 2, 1, so locker, super. Und lockern. So, wir starten mit den Kicks, okay? Kicks. Hier, fangen an mit Low Kicks. 30 Sekunden, ja. Wir machen das Ganze aber jetzt dynamisch und explosiv. Ganz kurz, 30 Sekunden links, beim Wechsel wechseln die Auslage und rechts 30 Sekunden. In 3, 2, 1, linkes Bein vorne und komm, komm, so schnell es geht. Zack, 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 zack. Wir versuchen die Intensität zu steigern, okay? Jeder geht so viel er kann. Komm, das schafft ihr. Schneller, schneller, ja, sehr gut. Und weiter. Lass mal die Hände trotzdem noch oben. Auf geht's. Schön unten bleiben. Bam. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und wir wechseln. Zack, andere Auslage. Und rechtes Bein. Sehr gut. Und wir sind noch unten hier. Schön bei den Low Kicks. Lass mal die Arme oben. Ja? Passt auf euren Kopf auf. Und wir trainieren natürlich gleichzeitig unsere Schulter. Und schneller bewegen. Komm. Komm, auf geht's. Intensität steigern, wenn es geht. Ja, sehr gut. Und dabei immer ausatmen. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und locker. Sehr gut. Atmen, nicht vergessen zu atmen. Ihr habt, falls ihr eine Trinkflasche habt, immer schön kurz was trinken, am besten Wasser. Aber locker bewegen. Wir machen das Workout nicht zu lang. Deswegen machen wir auch gleich weiter. Wir fangen an mit dem Mittelkick. Ja. Links, hoch, immer kurz hier mit der Hüfte noch zum Schluss. Standbein ist auf dem Fußballen. In 3, 2, 1 und komm, Mittelkick. Ihr sollt nur arbeiten, das ist wichtig. Bam, bam. Fettverbrennung wird angekurbelt. Eure Kondition wird trainiert. Ihr seht, ihr seid fit. Und ihr schaut gut aus. Das ist wichtig. Weiter, komm, noch 10 Sekunden haben wir. Und schneller. Pa, 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 bewegt euch. 5, 4, 3, 2, 1. Und rechts, komm. Rechts gleich weiter. Rechtes Bein steht vorne. Sehr gut. Und hoch. Und hoch. Und hoch. Bei der Deckung mache ich jetzt hier. Ich mache die Gegenbewegung, ja. Bam, bam, bam. Eine Hand kommt zur Deckung. Die andere geht runter. Ich kann auch oben lassen. Ja. Gibt verschiedene Sachen. Noch 10 Sekunden, nur locker. Versuch locker und schneller. Bam. Nimm die Kraft raus, nur Schnelligkeit. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Und Pause. Locker. Sehr gut. Tief nochmal Luft holen. Sehr gut. So, bewegen wir uns. Nächste. Front. Puh, ja. Puh. Puh. Puh, ja. Puh. Front Kick eine Minute lang. In 5, 4, 3, 2.
2, 1 und bam, bam. Komm hoch. Puh. Jetzt einfach nur Bein hoch und kicken. Auf geht's. Bein hoch und kicken. Bam, bam. Ich mach hier Gegenzug. Boom, boom. Kick, kick. Stoßen. Ja? Wenn ich vorne bin, bam, boom, boom. Auf geht's. Komm. Je intensiver das hier das macht, umso mehr Kalorien verbrennt. Bam, 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 bam. Auf geht's, komm. Wenn das natürlich nicht so viel geht, dann einfach nur locker. Aber arbeiten, kontinuierlich. Jetzt ist wichtig die Kontinuität. Arbeiten, zack, zack. Und nochmal Power, ich hab's gleich geschafft. Komm, puh, 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 puh. Noch 15 Sekunden. Sehr gut, schön weiterarbeiten, wichtig, durchatmen. Noch 10 Sekunden, auf geht's. Und 5, 4, 3, 2, 1 und sehr gut. Ganz anstrengend. Beine belasten die Ausdauer noch ein bisschen mehr als die oberen Extremitäten. Faust, Ellbogen. Aber es ist nun mal so ganz wichtig und elementar hier bei uns im Thai-Boxen. Okay. Und natürlich, je mehr Beine ihr hier trainiert, umso mehr Luft habt ihr. Tief. Und aus. Nochmal. Okay. Pass auf. Wir bewegen uns. Ja, jetzt vor und zurück. Auf Hop machen wir Block. Okay. Links. Eins. Block rechts. Okay. Hier. Hop. Eins. Zwei. Und dann wieder bewegen. Hier. Bewegen ist immer vor und zurück. Hier. Zack. Fersen sind weg vom Boden. Okay. Ich möchte bei keinen die Fersen auf dem Boden sehen. Vor und zurück. Fersen hoch vom Boden. Ja. Und in fünf, vier, 3, 2, 1 und bewegen. Komm, hier, vor und zurück. Auf Hop, 1, 2, okay? Und das dynamisch. Hop, ba, ba. Und bewegen wieder. Arme nach vorne. Ja, hier. Hoch. Hop, zack, zack. Fokus nach vorne gerichtet. Hop, zack, zack. Und weiter. Hop, zack, zack. Hop, hop, zack, zack. Weiter, weiter bewegen. Du da, komm, Fersen hoch. Ja, weiter bewegen. Hoppa, pa. Wichtig, ja, dass wir immer schön in Bewegung bleiben. Und wir kommen auch schneller weg, wenn die Fersen wechseln. Hopp, zack, zack. Hopp, pa, pa. Bewegen. Zwischendrin immer Bewegung. Nicht stehen bleiben. Komm. Hopp, eins, zwei. Puh, sehr gut. Komm, gleich. Hopp. Hopp, pa, pa. Kicks, kommt nicht Blocke. Hopp, pa, pa. Noch fünf. Hopp. Hopp. Noch einmal, hopp, bam, bam. Super, sehr gut. Als nächstes mal 1, 2, 3, 4. Das heißt, wir bewegen uns auf Hopp. 1, 2, bam, bam. Blocken, blocken. 1, 2. Ihr müsst fest stehen, okay? Ich habe noch 15 Sekunden Zeit. 1, 2, boom, boom. Dann wieder bewegen. Dann erst wieder bewegen, okay? Geht los in 5, 4, 3, 2, 1, Fersen weg und bewegen, komm, bewegen, hoppa, ba, bam, bam, sehr gut, komm, hopp, 1, 2, ba, ba, blocken, blocken, puff, hopp, 1, 2, 3, 4, ihr macht's weiter, auf, hopp, hopp, ja, sehr gut, ganz wichtig, 1, 2, wir bleiben oben, boom, boom, hopp, 1, 2, 3, 4, okay, ganz lang, block, block, bam, bam, hopp, der Gegner steht instabil, deswegen, 1, 2, 3, 4, ja, ich block, block, fangen ab, hopp, block, block, abfangen, gleich geschafft, hopp, block, block, abfangen, bewegen, zwischen den Bewegen, hopp, 1, 2, bam, bam, bravo, komm, hopp, 1, 2, bam, bam, hopp, block, block, papa. Noch 5, Block, 1, 2, papa. Pause. Kurz was trinken. Super, sehr gut. Die Luft holen und aus. Okay. Noch, wir gehen zur nächsten Kombi. Wir versuchen wieder unser Körper immer in Bewegung zu halten, okay? Wir haben nicht mehr lang, eine letzte Kombi
letzte Minute, okay? Und zwar pop machen wir 1, 2, 3, 4, Ellbogen, Ellbogen, okay? Das heißt, pa, 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 Ellbogen, Ellbogen, okay? 1, 2, 3, 4, Ellbogen, Ellbogen. Soweit haben wir, okay? Seid ihr soweit? 1, 2, 3, 4, Ellbogen, Ellbogen. Noch ein letztes Mal. 1, 2, 3, 4, Ellbogen, Ellbogen. Und jetzt noch Knie, Knie. Das ist unsere Kombi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. In 2, 1. Und bewegen. Hopp, pa, 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 pa. Knie, Knie. Und wieder bewegen. Hopp. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Knie, Knie. Bewegen. Hopp, gerade, gerade, aufwärts, aufwärts, Ellbogen, Ellbogen, Knie, Knie. Jetzt dynamisch, letzte Minute, komm. Pa, 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 pa. Und wieder bewegen. Hopp, 1, 2, 3, 4, Ellbogen, Ellbogen, Knie, Knie. Jetzt dynamisch. Hopp, pa, 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 pa. 1, 2, 3, 4, super. Weiter, gleich, noch, gleich gestartet, 20 Sekunden. Hopp, pa, 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 pa. 1, 2, 3, 4. Ausatmen. Hopp. 1, 2, 3, 4. Ellbogen, Ellbogen. Knie, Knie. Bewegen. 10 Sekunden. Hopp. 1, 2. Und wir bewegen. Komm, jeder macht mit. Hopp. Super. Ausatmen. Sehr gut. Tief Luft holen und aus. Bewegen. Locker. Die Arme nach vorne und zurück. Hüfte lockern. Versuch doch mal locker nochmal. Versuchen jetzt unseren Puls wieder runterzubringen. Ja. Einfach nur vor und zurück. Locker. Auslage wechseln. Jetzt schmeißen wir einfach den Arm nach vorne. Einfach nur locker. Hier, kreisen. Als würde ich die Kopfhaken immer wieder kreisen. Nur. Auslage wechseln. Und wir werden immer langsamer. Immer langsamer werden. Kreisen. Nebenbei versuchen wir, viel Luft aufzuschnappen. Beim Hochgehen. Und Luft drauf. Einatmen. Und bewegen wieder. Zurück. Und Oberkörper drehen. Hier. Und kreisen, Hüfte kreisen, andere Richtung. Locker nochmal Beine zusammen und runter. Einfach nur fallen lassen, hängen. Beine sind gestreckt, soweit ihr kommt. So, das war ein kleines Muay Thai Workout. Wir haben ein paar Elemente mit dabei gehabt. Natürlich nicht alle, aber zumindest reicht es, um auf einen gewissen Level zu bleiben. Und ihr bleibt gesund. Wir sehen uns bald wieder und bis bald.